Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, diesmal extra ohne Ingame-Sound. Nein, ich habe ihn nicht vergessen anzuschalten. Ich mache ihn heute mal nicht an, denn es wird kein richtiges Let's Play. Ich war heute Nacht wieder mal, boah, sehr lange wach und habe deswegen jetzt also ich bin jetzt schon ungefähr eine Stunde am Chillen oder so, also null Energie und null Trainingseinheiten. Das heißt, ich kann euch nicht wirklich was zeigen, aber es gibt Neuigkeiten, denn ich habe heute eine Nachricht bekommen von LBX und ich glaube, ohne diese Nachricht hätte ich es gar nicht mitbekommen und einige andere auch nicht. Der Betreff bedeutet Flutopfer. Ein Link ins Forum wird gepostet und dann der Inhalt von diesem Link. Und ich danke dir erstmal, LBX, dass du mir die geschrieben hast. Sehr nett von dir, weil ich schaue nicht so oft ins Forum und bin da auch nicht up to date. Und deswegen hätte ich es wahrscheinlich sonst nicht mitbekommen. Aber wir schauen mal ins Forum, was da steht. Denn hier steht es. Als Betreff Hero Zero hilft den Flutopfern. Europa wurde in den vergangenen Tagen und Wochen von einer der schwersten Flutkatastrophen der jüngeren Geschichte heimgesucht. Hilfe wird dringend benötigt, überall in den verwüsteten Gebieten entlang von Elbe, Donau und den anderen betroffenen Flüssen. Darum haben wir von der European Games Group AG beschlossen zu helfen. Wir spenden unsere gesamten Tageseinnahmen, die im Rahmen eines Sales Events in unserem Spiel Hero Zero am Samstag, dem 15.06.2013 in Deutschland generiert werden, den Flutopfern. Jeder Spieler, der hilft, bekommt ein besonderes Item im Spiel als Dankeschön. Das Shirt mit Aufdruck Fluthelfer 2013. Bitte unterstützt uns und informiert eure User und Spieler über unsere Aktion, damit wir möglichst viele Helfer gewinnen können. Alle Einnahmen gehen schnell und unbürokratisch an die Opfer der Flut. Vielen Dank und liebe Grüße, European Games AG. Ja, es ist wahrscheinlich eine interne Mail gewesen, die Forgotten hier irgendwie ja, bekommen hat, denn sie wurde anscheinend nur an die Betreiber von den jeweiligen Browser Games, die European Games Group unterstützt oder managt oder so, geschickt. Und ja, das Wichtige ist, am Samstag, den 15.06., also in 2 Tagen, wird der komplette. Die kompletten Einnahmen vom Tag, die durch Donuts generiert werden, also wenn ihr euch Donuts im Shop kauft, das ganze Geld, was dadurch eingenommen wird, wird an die Flutopfer direkt gespendet. Das heißt, es ist eine super gute Sache hier von der European Games AG, Games Group AG. Finde ich super, wirklich. Vor allem, weil ich ja auch so ein bisschen betroffen war hier in Sachsen. Hier in Chemnitz, also in meiner Heimatstadt, waren wir nur ganz leicht betroffen. Also es war schon eine ordentliche Flut. Ein paar Straßen wurden komplett überschwemmt, aber die Schäden sind jetzt nicht so enorm wie zum Beispiel in anderen Städten wie Riesa oder hier in Bayern oder jetzt in Dresden. Also da sind wir noch glimpflich davon gekommen. Aber deswegen finde ich es umso besser, dass European Games Group AG hier beschließt, zu helfen und wir das als Helden sozusagen auch unterstützen können. Und das ganz einfach, indem wir es, wie wir es sonst auch immer machen, Donuts kaufen. Jeder kauft, also, sorry, viele kaufen Donuts und warum dann heute kaufen oder morgen, wenn man damit auch, man bekommt ja die Donuts trotzdem. Also, wenn ihr jetzt irgendwie vorhattet, in den nächsten Tagen Donuts zu kaufen, sag mal morgen, heute, übermorgen oder erst am Sonntag, dann verlegt das einfach alles auf den Samstag. Kauft an Samstag Donuts ein, deckt euch ein für die nächsten Wochen oder so, kauft vielleicht auch mal ein bisschen mehr, als ihr sonst kauft, wenn ihr das Geld gerade habt und helft damit den Flutopfern. Das heißt, ja, ihr bekommt eure Donuts trotzdem, ihr bekommt das Shirt. Also das sind jetzt nicht die Hauptaugenmerke. Natürlich sollte auch der Gedanke vielleicht ein bisschen mit im Kopf sein, ja, ich möchte was Gutes tun, ich möchte helfen. Und dafür könnt ihr halt euer Geld, was ihr jetzt vielleicht in Donuts ausgeben würdet, einfach sparen bis zum Samstag. Am Samstag dann eure Donuts kaufen und damit den Flutopfern super helfen. Das würde mich freuen, das würde wahrscheinlich auch European Games Group AG helfen, beziehungsweise freuen. Und ja, deswegen macht das mal bitte. Ich habe hier ein bisschen den Thread durchgelesen, was da manche Leute meinen, von wegen, ja, mir hilft ja auch keiner und warum sollte ich denen dann helfen? Oder von wegen so, ja, ich bin auch davon beteiligt, von der Flut beteiligt und ich krieg dann eh kein Geld oder so. Alter,
Bullshit. Ob ihr nun heute Donuts kauft oder am Samstag, ist doch völlig Banane. Ihr bekommt eure Donuts im kompletten Umfang, wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein kleines Event, wo ihr ein paar Prozente drauf bekommt, dass ihr sogar noch mehr Donuts bekommt, als würdet ihr heute kaufen. Und tut damit sogar noch was Gutes für die Flutopfer. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Und warum man sich da aufregen muss, von wegen, ja, es kommt ja eh nicht an und warum sollte ich jetzt auf einmal spenden? Also wie gesagt, wenn ihr eh Donuts kaufen wollt oder wirklich was Gutes tun wollt, dann kauft am Samstag einfach Donuts ein. Ist eine gute Sache. Und ich werde es auf jeden Fall unterstützen. So, und ja, da das alles so ein bisschen von dem User einfach so gepostet wurde, keine offizielle Ankündigung gab, hat dann die Community Managerin, oder ist ein Manager, hat dann was dazu geschrieben heute Mittag, aka, hallo liebe Helden, da die Info jetzt hier schon veröffentlicht wurde, möchten wir dazu kurz Stellung beziehen. Erst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ein Hinweis mit der Bitte geschickt wurde, diese Nachricht nicht vor Samstag zu veröffentlichen. So sollte uns eine konzentrierte Ankündigung am Samstag ermöglicht werden. Nun zur Aktion im Detail. Der Inhalt der Mail ist soweit richtig, das heißt, wir wollen helfen und machen deswegen diese Aktion. Es werden alle Spieler noch im Spiel via Nachricht darüber informiert, dass es diese Aktion gibt und an welche Organisation das Geld gespendet wird. Viele Grüße. So, also, wie ich schon sagte, die E-Mail wurde wahrscheinlich falsch adressiert oder der User Forgotten ist irgendwie an die E-Mail gekommen, die eigentlich ja intim behandelt werden sollte. Und ja, Hero Zero hat es so gehandelt, dass sie am Samstag dann um 0 Uhr wahrscheinlich eine Ingame-Nachricht rumgeschickt hätten, wo sie darauf hingewiesen hätten, ja, hier, wenn ihr heute Donuts kauft, es gibt eine Sale-Aktion und die 100% von den Einnahmen kommen den Flutopfern zur Hilfe. Und da schreiben sie wahrscheinlich auch noch rein, an welche Organisation das Geld direkt gespendet wird, damit man das auch ein bisschen nachvollziehen kann. Finde ich eine super Idee, wie gesagt. Also, wenn ihr Donuts kaufen wollt, auch wenn ihr vielleicht keine Donuts kaufen wollt und einfach nur spenden wollt, dann kauft am Donnerstag, Samstag, 15.06. kauft da Donuts und unterstützt hier die Flutopfer mit eurem Geld. So, ansonsten, was gibt es noch zu sagen zu Hero Zero? Eigentlich nicht viel, außer, dass gestern ein Schurke da war. Es war gestern ein Schurke da mit dem ironischen Helm. Ich hab's am Anfang gar nicht gecheckt, also den Schurken habe ich mitbekommen, ich war glaube ich 5 Minuten nachdem er gekommen ist, bin ich online gekommen, habe gesehen, Schurke, ich hatte zwar noch nicht alle Energie und alle Trainingseinheiten weg, aber das hat sich dann noch ausgekäst bis 24 Uhr und ja, tut mir leid, auf jeden Fall habe ich dann nach dem dritten oder vierten Angriff Nachrichten bekommen, ja hier, ironischer Helm, schau, Donate ordentlich rein. So, und dann habe ich geguckt, oh ja, ist wirklich der ironische Helm zu gewinnen. So, und zack, als ich das registriert habe, dass so der ironische Helm ist, den ich ja eigentlich auch benötige, um mein komplettes ironische Outfit vollständig zu machen, bekam ich eine PN von Odyssee und auch von ein paar anderen, im Sinne von, ja, hier, dein ironischer Helm, ich bin auf Platz 1 und ja, ich donate ordentlich rein. Also das haben sie nicht genau geschrieben, aber so im Sinne. Nicht nur Odyssee, sondern auch andere Leute haben das geschrieben. So, und von dem Zeitpunkt dachte ich dann so, wenn da jetzt schon mir mindestens 3 Leute geschrieben haben, dass sie da Donuts reinpfeffern und dass sie da wirklich scharf auf den ironischen Helm sind, hab ich mir gedacht, okay, da bringt es jetzt für mich eigentlich nicht, an einem helllichten Tag, es war glaube ich 18 Uhr Schurke, da dann ordentlich Donuts reinzupfeffern, nur um den ironischen Helm zu bekommen, dann vielleicht wieder am Ende mit 250 Angriffen dazustehen und dann um einen Angriff verpasst zu haben, das lohnt sich für mich nicht. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, machen wir es nicht mit Donuts, pushen wir, also ein paar Donuts habe ich reingetan, damit ich so unter die Top 10 bleibe. Am Ende war ich, glaube ich, Platz 4. Habe ich meinen amphibischen Helm nochmal in neuer Ausstattung bekommen. War, glaube ich, plus 16, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, also es war okay. Odyssee war dann doch nicht der mit den meisten Angriffen. Es war irgendein, lasst mich lügen, ich weiß es gar nicht. Es waren aber im Endeffekt nur 104 Angriffe, wo der gewonnen hat. Also hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht doch reingebuttert. Das weiß man halt zuvor nicht. Es kann halt auch sein, dass man da ordentlich Donuts rein, dann tut man sich gegenseitig hochpushen und dann landet man am Ende bei 500 Angriffen und hat 1000 Donuts in den Einschurken gesetzt. Das möchte ich natürlich auch nicht. Deshalb, ja, schaue ich weiter nach den ironischen Helm. Irgendwann wird er schon mal kommen, vielleicht auch mal ein Nachtschurke. Ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr nachtaktiv und hoffe, dass mal ein Schurke kommt, wo ich mit wenigen Donuts mir den abgreifen kann. Ansonsten ist er halt nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt mein komplettes amphibisches Outfit an, wie ihr seht. Ich bin jetzt nicht
unbedingt so heiß, da Iron Man nachzumachen. Also wenn ich den ironischen Helm nicht habe, dann habe ich ihn halt nicht. Also ist halt so. Ja, ansonsten wollte ich noch euch mitteilen, es ist gerade ziemlich stressig, nicht von der Zeit her, sondern mit dem Wetter. Also es ist super schönes Wetter, keine Frage. Es strahlt die Sonne seit Anfang der Woche ununterbrochen, super Temperaturen und wirklich toll. Das Problem ist nur, ich bin Allergiker, ich bin Heuschnupfer. Heuschnupfer? Nein, ich habe Heuschnupfen. Und das schon, ja, seit meiner Kindheit. Habe auch schon Sensibilisierungen und alles gemacht, blabliblub. Alles irgendwie nicht geholfen. Ich nehme auch täglich Tabletten dafür, damit es besser wird. Aber es wird nicht besser. Anscheinend bin ich jetzt gegen die dritte Tablettenart schon immun. Und es hilft nicht mehr. Ich muss mich mal wieder umschauen, ob es irgendwas Besseres gibt auf dem Markt. Auf jeden Fall habe ich das Problem, ich bin hier durchgehend nur am Schnupfen. Also hier an, wie nennt man das? Mit Taschentuch Schnodder aus der Nase tun, sozusagen. ja, und das geht mir tierisch auf den Sack. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt die letzten 10 Minuten, wahrscheinlich, wenn ich die ganze Zeit rede, dann ist es besser für meine Nase. Dann kommt der Schleim nicht so raus. Aber wenn ich nur so da sitze und zocke, dann, oh, die ganze Zeit. Ekelhaft, kann ich euch sagen. Ekelhaft. Ich habe gestern meinen Müll rausgebracht. Jetzt ist er schon wieder voll mit Taschentüchern. Schon wieder, also, ich hatte so eine Box mir gekauft, wo man so schön, wie man es aus Filmen kennt, so Frauen, haben ja dann immer so eine Pappbox und ziehen dann immer so die Taschentücher da raus. So, da waren, glaube ich, 80 Taschentücher drin, die habe ich gestern am einen Tag allein, habe ich die leer gemacht. Ja, also es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und ich bin auch keiner, der hier so ein Taschentuch einmal benutzt. Also, das wird dann schon 2-3 Mal reingeschnorrt. Ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist, dass die Qualität von der Audio wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen, ja, nicht so gut sein wird, weil ich halt auch manchmal während der Aufnahme vielleicht meinen Schnodder rauslassen muss oder, ja, schniefen muss, wie ihr gerade gehört habt, oder, nein, das mache ich nicht, nein, 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 das mache ich nicht, sondern eher so, ja. Ja, genau, das war eigentlich alles, was ich zu sehen habe. Hero Zero, wie gesagt, gibt's gerade nichts Neues, also Update sollte, glaube ich, am 18. kommen, das heißt nächste Woche Dienstag. Ich bin gespannt, was da so noch für neue Features drin sein werden. Sie haben ja gesagt, dass jetzt nur noch große Updates kommen werden, alle 3 Wochen. Und ja, das sollen ja dann immer neue Features mit eingebaut werden. Es wäre ja mal nice, wenn hier ein neuer Sondereinsatz dastehen würde. Okay, ich bin noch nicht fertig mit allen, ist klar. Ich bin hier immer noch an der Nummer 10, ich schaffe ihn irgendwie nicht. Er hat auch nur ein +4 Umhang. Naja. Und hier, warte, was war das für eine Stufe? 325 und hier 275. Das soll ich hier vielleicht mal anfangen. Aber jetzt nicht, weil ich keine Donuts da investieren möchte. Ich möchte nur sagen, ja, schönen Tag noch. Genießt das Wetter, falls bei euch schönes Wetter ist. Denkt an Samstag zu spenden. Beziehungsweise ihr spendet ja nicht. Also, ihr müsst nicht dran denken zu spenden, sondern einfach dran denken, kauft euch eure Donuts am Samstag hier bei Hero Zero. Ihr bekommt auch nochmal eine Ingame-Nachricht, wo das theoretisch dann alles drin stehen müsste. Und ja, damit tut ihr auf jeden Fall was Gutes. Damit beruhigt ihr euer Herz, könnt sagen, ich habe was getan, um die Flutopfer zu helfen. Ihr werdet wahrscheinlich, das hat auch jemand wieder in den Kommentaren bzw. in dem Thread geschrieben, so, ja, kriegt man auch eine Spendenquittung? Also bitte Leute, ihr kauft euch Donuts, warum solltet ihr dann eine Spendenquittung bekommen? Ihr kauft euch hier was und bekommt da ganz normal eure Gegenleistung, so wie immer, wenn ihr euch Donuts kauft. Das Einzige, was halt dann anders ist, ist, dass die European Games Group AG, beziehungsweise Hero Zero, oder ich weiß jetzt nicht, wer das Geld verwaltet, auf jeden Fall, dass die dieses Geld dann nicht irgendwie für Server oder anderes Zeug verwenden, sondern das komplette Geld nehmen, zack, sie spenden das dann an die Organisation und ja, ist eine gute Sache und damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer Schlüpper.